Krieg entspringt aus Täuschung. Jahrelang hat der Westen die Welt in ein Schlachtfeld verwandelt. Dieses korrupte Geschwätz, während unsere Brüder und Söhne Blut vergießen. Nicht vergessen, kein Russisch. Doch Täuschung ist zweiseitig. Russische Behörden behaupten, dass der Angriff von einem CIA-Agenten namens Joseph Allen geplant wurde. Je größer die Lüge, desto wahrscheinlicher glauben sie die Leute. Und wenn eine Nation nach Rache schreit, verbreitet sich die Lüge wie ein Lauffeuer. Ich sehe Kampfjäger über die Lieferung leuchten. Das Feuer breitet sich aus. Es verschlingt alles. Dies ist ein kriegerischer Akt gegen die Vereinigten Staaten. Unsere Feinde glauben, dass sie allein den Verlauf der Geschichte bestimmen. Doch es bedarf nur des Willens eines einzelnen Mannes. Oh ja. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, ihr seht schon, ich habe ganz kurz gespielt. Es lag daran, dass ich jetzt nochmal neu aufnehmen musste, weil ich ein paar Probleme hatte mit der Aufnahme. Die habe ich jetzt allerdings natürlich wunderschön gelöst und damit... Bah, ich freue mich so richtig auf Todd Game. Ich bin ein übelster Fan von Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2. Und deshalb gibt es jetzt direkt die Kampagne von Modern Warfare 3. Für mich zum ersten Mal blind natürlich gespielt für euch. Und ich bin so richtig geil drauf. Und wir gucken jetzt direkt mal ohne langen Gelaber, was auf der Schwierigkeitssoldat so passiert im Ladescreen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen Raum. Okay, sind wir mal gespannt, was uns so im ersten Ladescreen erwartet, wenn die Soundtracks vorbei sind, die am Anfang des Ladescreens leider immer da sind, aber die sollten sich dann, wenn ich mich ganz falsch liege, gleich verpissen. Ja, genau. Wie ist die Lage bei New York? Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennett Field ist ein Team der Delta Force, Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman, bestätige den Assistenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir es an. Delta Force. Frost. Schauen wir mal, was uns mit... Oh!
Wir werden mit einem Raketenwerfer begrüßt. Ist das nicht wunderschön? Mach dich bereit! Wir müssen los! Schnell! Gerade da wollte sich den Arm abschneiden oder irgend sowas. Ich werde auch jetzt hier das Ganze dann nach und nach langsam rückwärts erzählen. Und jetzt sind wir Modern Warfare 3, danach kommt Modern Warfare 2 und danach Modern Warfare 1. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Komm, ist ja gar nicht. Komm, komm, komm. Yeah! Ja, warte mal jetzt. Das ist doch kein Panzer. Hast du aber keinen Panzer? Hallo. Spiel ich doch so. Ja. Oh, das ist krank. Hab ich gesehen. Komm her. Oh. Verbündete! Feuer einstellen! Au. Das heißt nicht schießen, Mensch. Ganz gut, ohne ganz Scheiß. Oh. Das ist freundlich. Ja. Das nenne ich mal eine Eskortierung. Linke Seite, genau vor! Seite, okay, nochmal. Nochmal, Chef. Bin dran. Ach, jetzt sind wir da. Oh. Sehr geil gemacht. Sehr geil. Was Neues im Modern Warfare. Oh, Truck. Hi, Truck. Wo ist Tick und Trick? Tick voraus, ungeschützter Feind. Wo ist sie gelassen, hm? Gott, das viele. Also die treffen anscheinend hier so wenig wie in den anderen Teilen. Ja, ich laufe. Und auf mich! Au! Musstest du mich jetzt unbedingt noch treffen? Dankeschön. Wow. Ich dachte gerade, das sind diese Sprengsätze, diese C4-Sprengsätze. Auf mein Signal warten. Frost, du kommst mit. Okay. Ich bin Frost. Frost bin ich, genau. Stand hier auch im Ladescreen, Smokey. Ja, ich weiß, danke schön. Sandman, komm. Lass gehen. Quatsch. Quatsch. Jawohl, ja. Hoch mit uns. Ist ja gar nicht. Auch ein abgestürzter Heli. Zielen! Ja! Da oben ist er auch. Normalerweise auch vorne, ja? Warum bin ich da nicht? Ja, er läuft doch vorbei, ist okay. Ich bin voller Brust hinter. Oh, aber das knapp. Ne, wir gucken nicht fern. So, komm, weiter geht's. Komm, Fernseher. Ne. Da läuft sich nur RTL drauf. Gar keine Lust zu. Boah, der ist schneller unterwegs. Den Zeitplan einhalten. Wie konnte der Grinch jetzt gerade Bescheid sagen, wenn wir keinen Funk haben? Wir haben doch hier keinen Funk, weil diese Masse alles blockt. Okay, sehr interessant. Mehrere Stimmen, Innenhof hinter der Tür. Frost, Handgranate werfen. Diese Route sollte uns wieder zur Wall Street bringen. Der Störer ist nicht weit. Auf Fenster und Türen. Ich muss die Stimme, glaube ich, noch ein bisschen lauter drehen. Kann ich das einstellen?
Nein. Die Stimmen sind leiser als der ganze Rest. Ja, das ist ein Käse. Nein, 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 das will ich nicht. Aber wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich guck mal nach. Aber wir haben noch 4 Minuten ungefähr. Truck, hast du irgendwas im Ohr? Nichts als Rauschen. Der Störer blockiert alles. Anhalten, leise! Schüsse im Laden unten. Geil. Sollen wir sie ausschalten? Roger, ja. Machen wir, machen wir. Oh. Jetzt ist natürlich die Schuss... Warum labern die so leise? Ja gut, wir werden es wahrscheinlich lauter, wenn wir wieder Funk haben, denke ich mal. Wenn das so ist, dann ist echt geil gemacht. Dann echt Respekt. Ist da nichts? Was soll ich so dem folgen? Ja, sag das doch. Haben wir nicht gehört, muss lauter sprechen. Wir haben keinen Funk. Kontakt in Deckung! Oh. Okay. Oh, sind auch gar nicht viele. Überhaupt gar nicht so. Oh, komm, 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 komm. Oh, eine Granate gerade hingeworfen. Die Granaten muss ich hier noch reinschmeißen, ne? Kollegen. So. Ja, komm. Ey, ich bin übersmoken hier. Das ist ja Frost. Jawohl. Hallo? Ich bin noch da. Oh. Ah nein, gehört zu uns. Hohohoho! Ihr habt ja doch meinen Kopf gezielt. Jawohl, unser Team. Und ab nach vorne. Ja, ich will mich doch nur ein bisschen umgucken, Kollegen. Na komm, werf mich einfach. Was du oder was du? Ne? Oder du? Oder du? Oder du? Oder du? Ah, 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 ah. Oh, 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 nein, nein. Lag! Kurzer FPS-Eindruck. Warum auch immer. Oh! Oh, das ist ein Granatenwerfer mit. Richtig. So, und jetzt gehen wir weiter, ne? Was warten wir denn? Ja. Ey, es ist das Memorial geworden. Ja, ich schätze mal das hier. Wo ist es? Hä? Ach, das hier. Oh, sorry. 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 War nur dein Bein. Ist okay. Was ich meins war, ich muss hier aufnehmen und nicht du. Oh Gott. Oh, schaff was. Schaff was. Oh Gott. Weg, 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 weg. Oh, nö. War klar. Warum stehe ich nicht auf und renne kurz nach vorne? Nein. Da bleibt man lieber auf dem Boden liegen. Alles okay. Egal, machen wir es nochmal ganz schnell. Kriegen wir da noch hin? Ja, kriegen wir noch hin. Ich glaube, das machen wir noch und dann machen wir auch noch mit Schluss. Folge. Ja, gut. Gut, 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 gut. Die sind verschanzt. Kurs, also den XM25. Max die alle. Ich bin der Zentrum in Deckung. Ich hab zwei Gegner noch verletzt. Abgesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Ja, keine Chance. Warte. Wow! Wer da oben ist, ist noch einer an der Seite. Wow. Was? Von der Ecke? Was ein Sack? Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Da kommen wir da locker durch jetzt. Und ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Bis dahin, ciao!